So, das wird dann auch wirklich die letzte Folge werden. Kann ich auch schon mal sagen. Weil inzwischen ist es 3 Uhr und ich wollte dann vielleicht noch ein bisschen schlafen. Eigentlich schäbig. Eigentlich richtig schäbig. Ich habe die mir jetzt besser vorgestellt, ehrlich. Warum ich auch nicht erst einen Teil mache und dann. Wie sehen die denn hier aus? Auch so unscharf, ne? Richtig unscharf. Hellgrün. Na komm. Machen wir hellgrüne Küche. Scheiß drauf. Das ist scheiße. Sorry. Mann, das ist kein Hellgrün, das ist ein Rotz. Scheiße, ey. Das sieht jetzt aus wie in der Stube ganz einfach. Blau, grün. Komm, wir machen orange. Machen wir halt orange. Machen wir jetzt den dritten Anlauf und diesmal hat es gefälligst gut auszusehen, sonst kracht's hier. Okay, das sieht wirklich gut aus. Oh, Gott sei Dank. Ich finde den Boden im Wohnzimmer tatsächlich etwas zu hell. Ich weiß nicht, wie ich es dann mit den Wänden abstimmen werde, aber. So, hier sind wahrscheinlich auch Löcher in der Wand. Da kann es sein, dass ich mir doch nochmal einen Gipseimer kaufen muss. Ja, ist tatsächlich so. Müssen wir hier nämlich nochmal ein paar Wände zuspachteln. Immer noch mehr. Tipp, wir brauchen dringend Gips. Ja, haben wir doch. Dann machen wir das nämlich hier alles mal schön zu. Weiß gar nicht, müssen wir hier auch spachteln oder passt das? Nur die schwarzen sind Löcher. Das hier ist nix, ne? Nee. In der Stube sind aber noch ein paar hier unten, nämlich. So. Und dann haben wir hier noch eins. Das geht auch noch zu. So. Und dann können wir nämlich malern. Respektive in der Küche würde ich fast sogar sagen, machen wir. Ja, machen wir mal in der Küche Fliesen dran. Hä? Mal gucken, was da dazu passt, zu dem Oranje hier. Ich meine, wir haben auch orange Wandfliesen, aber vielleicht ein bisschen Kontrast hier. Gute Frage, hellblau. Hellblau. Wäre natürlich sinnvoll, wenn wir davon gleich wieder ein paar mehr kaufen, weil es sonst nicht reichen wird. So, und dann kann das losgehen hier. Mal gucken. Ist das da oben auch noch ein Loch oder was ist denn das eigentlich? Kann mir das einer sagen? Ich weiß nicht, was das da oben ist eigentlich. Das ist ja aus wie irgendeine Vorrichtung für irgendwas, aber vielleicht, das haben wir auch nicht weggekriegt, glaube ich, vorhin. Ich meine, ich kann es gerne nochmal probieren. Aber es ist kein Gegenstand, das ist just so. Es ist eben einfach da und wir werden es tolerieren. So, mit Helpler und Fliesen. An der Wand ist ein relativ angenehmer Kontrast zu den orangenen Fliesen auf dem Boden, muss ich sagen. Also für meine Begriffe, ja. Hat ja jeder einen anderen Geschmack, ist ja klar. Viele werden jetzt denken, das sieht so scheiße aus. Ja und? Ist ja mein Haus, nicht euers. Könnt ihr selber Hausflipper kaufen und spielen. Und das machen, wie ihr wollt. Sag ich mal so. Gut, klar, Fliesen dauert natürlich immer ein bisschen länger als Streichen. Aber
In der Küche gehören Fliesen einfach irgendwie dazu. Hier ist übrigens komischerweise noch so ein Lichtschalter dran. Warum wir den nicht wegmachen können, frag mich mal. Dann bleibt er halt da dran. Na egal. Weil in anderen Zimmern waren ja die Lichtschalter auch weg beim Abriss. Aber gut, ja, nee, die Außenwand haben wir ja nicht abgerissen. Das ist klar, ist was anderes. Oh, weißt du, was auch geil gekommen wäre? Fällt mir gerade so ein. Ist dann natürlich blöd, weil wir hier nicht so viel Platz haben. Aber hier eventuell so eine Durchreiche, so ein Fenster, weißt du? Das wäre geil. Können wir ja auch machen, wenn wir die Stützpfeiler nur unten und oben machen. Da müssten wir aber auch... Weißt du was? Ich bin da gerade echt ein bisschen am struggeln, ne? Das bin ich am überlegen, das zu tun. Aber dafür werde ich erstmal die Wand abreißen müssen. Die hier. So. Und im Gegenzug. Halt im Gegenzug. Hier noch eine Wand reinziehen. Und hier auch. Und hier auch. Und hier auch. Und dann mache ich es nämlich doch ein bisschen anders. Und zwar kommt die hier noch weg. Die hier. Ah, nein. Boah. Ganz kurz einen Leck gemacht. Jetzt wollte man wieder die falsche Wand wegschlagen. Aber nichts wird. So rumst, ich komm, flieg aus der Verankerung hier. Abriss unternehmen. Zack. So, und da können wir hier nämlich noch einmal freiziehen, eine Tür reinhauen. Vorausgesetzt, wir haben dann den Fußboden auch noch angepasst. Bitte, bitte, bitte. Ja. Nehme ich hier die beiden noch zum Fliesen. So. Dann können wir hier... Ich meine, wir können es offen lassen... Ne? Wir können natürlich auch eine Tür reinmachen. Aber hier auf jeden Fall so ein Durchreichfenster. Das wäre geil. Da müssen wir jetzt natürlich hier noch ein bisschen was wegschlagen, was wir jetzt schon gemacht haben. Ich würde mal sagen, hier lassen wir mal zwei frei. Oder drei. Und das hauen wir mal weg. Drei. Vier. Müsste eigentlich passen. So, fliegt direkt elegant runter hier. Wunderbar. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das überhaupt so geht. Nein! Nicht! Die Stürze können wir nur oben bauen, nicht unten. Shit! Ah, shit. Schade. Wie ist denn das? Oh Mann, alles wieder umsonst. Fenster können wir doch aber auch reinmachen, oder? Vorhänge und Jalousien, ja klar, aber Fenster direkt geht auch nicht. Ach so. Oh, wieso können wir denn die Stürze nicht von unten machen, weißt du? Das wäre doch... Hier von unten Sturz, von oben Sturz und dann in der Mitte frei. Oh Mann, schade, 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 schade. Das wäre es jetzt gewesen, ey. Oh Mann, und wieder alles umsonst eigentlich, naja. Ja, weißt du, dann können wir das aber auch so lassen, dass die Küche dann offen ist, fertig. Jetzt zimmer ich zwar jetzt hier die Wände nochmal hin, aber reiß die auf der anderen Seite auch gleich wieder weg. Scheiße. Nee, weil da können wir es ja auch offen lassen, ganz ehrlich, ist so. Dann brauche ich die ja nicht hier so. Naja, ist schade.
Ist wirklich schade. Der war eigentlich sogar fast zu viel hier. Geht jetzt nicht um Genauigkeit hier. Schade. Wirklich, wirklich schade. Das hätte mich jetzt gefreut, so eine Durchreiche, so ein Fenster, weißt du? Voll geil. So, dann, wie gesagt, haben wir eben eine offene Küche und kümmern uns jetzt wieder um die Fliesen. Trotzdem schade, es hat mir jetzt gut gefallen. Aber man kann nicht alles haben im Leben, ne? Ist da ja. Uhr 15, ey, gleich würden wieder anfangen, die Vögel zu zwitschern. Ich wollte schon lange im Bett sein, so lange schon. Ah gut, ich muss ja nicht zeitig aufstehen oder so, ich kann ja schlafen. Bis 9 oder 10, alles gut. Langsam haben wir es. Und ich meine, okay, jetzt wirkt das wieder wird durch das einfallende Licht so anders, als ob ich jetzt plötzlich weiße Fliesen hier hätte. Bisschen blöd. Aber es macht schon trotzdem, der Kontrast ist echt gut. Ja, also der Kontrast mit diesem Orange unten und hellblau oben, das kann man echt wirklich so machen. Das passt auf jeden Fall. Das ist wie im Bad. Blaue Fliesen an der Wand, weiß auf dem Fußboden ist auch okay. Ja. Klar, wir hätten ja auch hellblauen Fußboden und orangene Fliesen an der Wand machen können. Auch gegangen wäre das. Aber jetzt machen wir es eben so und ich finde, das passt. Ändern können wir es immer noch. Aber nicht heute. Ganz gewiss nicht. Ist eh die letzte Folge, habe ich gesagt. Das Wohnzimmer machen wir dann morgen. Und da werden wir jetzt wenigstens noch die Küche fertig fließen. Wenn wir es schaffen, uns vielleicht wenigstens noch eine schöne Farbe aussuchen. Fürs Wohnzimmer. Aber ansonsten war es das für heute wirklich. Mal gucken, dass wir das jetzt hier wenigstens noch schaffen. Dann nimm dir doch nur schon die Fliese hier, sonst schaffen wir das heute wirklich nicht mehr. Muss ja an den Fenstern dann auch noch lang gehen. Oh, dass das leider nicht schneller geht, ey. Das ist echt so bitter. Jetzt mal so. Bisschen random hier. Damit es vielleicht doch ein bisschen schneller geht. Und wie immer reicht es nicht. Okay, kaufen wir eben nochmal einen Stapel dazu. Wie gesagt, wir müssen ja eh noch die Fenster machen, dann.
Da passt das schon. Was mir aufgefallen ist, bei dem Haus mussten wir so viel machen. Aber Fenster putzen, das war komischerweise nicht dabei. Ist ja ein Ding, ja? So, nämlich müssen wir jetzt da oben noch lang gehen. Da kann es sogar sein, dass wir noch ein Paket mit Fliesen kaufen müssen. Und das Wohnzimmer schaffen wir dann jetzt auch nicht mehr in der Folge. Dass wir da wenigstens noch eine Farbe ausgewählt hätten fürs Wohnzimmer. Ich bin ja für so ein leichtes Grün irgendwie. Ja, als Kontrast zu dem Boden, so ein Lindgrün oder sowas. Schilfgrün, wie auch immer. Das, was ich bei mir zu Hause im Balkon habe. Da noch eine hin. Und da noch eine hin. Und da noch eine hin. So, jetzt noch links und rechts. Und dann müssen wir das andere Fenster aber auch noch machen. So. Ja, nehmen Sie die doch. So, da müssen wir trotzdem noch eins kaufen. Bist natürlich nicht mehr so gesprächig, weil langsam werde ich echt richtig hundemüde. Es sind noch 3 Minuten. Ich will die Küche noch fertig kriegen. Lampen müssen wir auch noch kaufen für diesen Raum. Es ist 3:30 Uhr morgens. Es wird schon wieder langsam hell. Und ich will ja, wie gesagt, noch ein bisschen schlafen auch noch. Ich meine, gut, ich bin müde, aber es hält sich in Grenzen. Ich könnte auch locker noch 2, 3 Stunden spielen, aber ich habe jetzt auch langsam keine Lust mehr gerade. Die kommt dann wieder, wenn ich mal 1, 2 Tage nicht mehr gespielt habe. Muss ja die Folgen eh erstmal rendern hier dann. Da vergeht schon noch ein bisschen Zeit dann. Und dann können wir hier weitermachen. Dann können wir auch gerne mal wieder ein paar Aufträge machen, damit die Abwechslung bleibt. Aber jetzt machen wir eben erstmal unser Haus. Fangen zumindest so ein bisschen an. So Möbel, Deko, Einrichtung und sowas, das kommt alles später. Wichtig ist, dass wir die Räume erstmal fertig haben. So. Die letzten Fliesen kommen auch noch dran. Jetzt weiß ich bloß nicht, wie ich es hier mache. Ich denke mal, ja. Ich denke mal, das können wir auch noch so machen. Theoretisch müsste ich dann jetzt noch ein Fliesenpaket kaufen. Weil hier oben, ne? Ach Leute, dann machen wir das eben. Was soll's? Weil ich habe mich erst dazu entschieden, dass das hier auch noch mit zur Küche gehört. Dann muss ich das auch durchziehen. Wenn es nicht so spät wäre, weißt du, wenn es jetzt erst 2:30 oder 3:30 wäre statt 4:30, dann würde ich jetzt sagen, ich hänge noch eine dran und mache das jetzt hier noch fertig mit dem Wohnzimmer und mit der Beleuchtung und so, aber nee. Ich höre jetzt wirklich konkret auf. Die 1 Minute jetzt, die wird jetzt darauf hinauslaufen, das hier noch wegzupulvern, was ich nicht mehr brauche. Und jetzt zusehen, dass ich hier noch irgendeine Lampe hole, eine typisch küchenmäßige Lampe, von mir aus irgendeine Röhren. Neonröhre hier, Dingenskirchen, was es da nicht so gibt. Deckenlampe, Strich. Fertig. Machen wir aber schwarz. Als Kontrast. So, und wenn wir gut sind, kriegen wir die auch einigermaßen mittig hin. So, und dann hauen wir das Licht mal an hier. Wenn es denn geht. Ach so. Nee, das geht nicht. Ja, toll. Dann müssen wir jetzt eigentlich noch einen Lichtschalter machen. Das schaffen wir aber jetzt nicht mehr. Scheiße. Naja, gut, dann sage ich jetzt mal ciao, bis zum nächsten Mal. Ich muss jetzt wirklich ins Bett. Hat mich gefreut. Bleibt dabei. Bis dahin. Ciao mit V.